Ich habe die schöne Aufgabe, diesen Kolosserbrief, diese Reihe vom Kolosser heute abzuschließen. Und mir ging das so, der Basti hat den Anfang gemacht, der Daniel Teil 2, Silke Teil 3 und die haben alle so einen tollen Spruch, so einen tollen Vers irgendwie über die Hauptsache gehabt. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr das euch noch gemerkt habt, also so ein Hauptsachesatz von den letzten 3 Wochen. Dann laut rausrufen. Das ist heute Morgen ein bisschen interaktiv. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Genau. Wer weiß noch was anderes? Das war so der Start. Das zweite war vom Daniel, dass wir, Hauptsache ist, dass wir in der Hauptsache verwurzelt sind. Und Silke hat gesprochen, Hauptsache ist, dass die Hauptsache genug ist. Also, dass wir nicht irgendwas anderes noch brauchen. Die Hauptsache plus X oder so. Das waren diese 3 Verse und die Latte war hoch. Jetzt für mich, ja, dass ich auch einen Vers bringe und es war dann eigentlich gar nicht so schwer. Kolosser 3, 16 bis zum Ende, das ist ein langer Text, aber ich habe mich entschieden für den Satz, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache durch unser Leben sichtbar wird. Und das hat man jetzt gerade auch von der Rebecca schon gehört. Wenn ich euch fragen würde, kennt ihr jemand, bei dem die Hauptsache Jesus förmlich aus seinem Leben herausstrahlt, herausfließt? Kennt ihr jemand? Kennt ihr eine Person, die euch inspiriert, die euch im Glauben stärkt, wo einfach dieser Jesus so sichtbar wird, dass der Jesus in dir sagt, hallo, es geht weiter und wünschst du dir auch so eine Person zu sein, dass durch dein Leben Jesus sichtbar wird? Und ich möchte jetzt nochmal beten, dass wir diese Sehnsucht auch haben und das hinlegen, auch unser Herz hinlegen vor Jesus heute Morgen. Jesus, danke einfach, dass du uns berühren möchtest, dass du selber ja, derjenige warst, der sichtbar gemacht hat, wer Gott ist, wer der Vater ist. Und dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, gesagt hast, ich habe die gleiche Herrlichkeit, die der Vater mir gegeben hat, habe ich euch gegeben. Und so gib uns die Gnade, dass wir wachsen darin, dass dein Leben durch uns sichtbar wird. Und dazu laden wir dich ein, dass du redest zu uns durch deinen Heiligen Geist heute Morgen. Amen. Ich habe gerade schon gesagt, ein ziemlich langer Bibelabschnitt, Kolosser 3, 16 bis 4, 18. Und da ist immer so die Frage, gell, wenn man jetzt nur 3 oder 4 Verse hat zum Auslegen, dann ist es ein bisschen kompakter. Wie gehe ich jetzt intensiv auf welche Verse ein bei so einem langen Abschnitt? Und ich habe einfach gefragt, Jesus, was möchtest du mir heute Morgen, als ich den Text gelesen habe, also gestern Morgen vor allem nochmal intensiver, wo möchtest du, dass ich fokussiert drauf schaue? Was ist dir wichtig? Und das Interessante war, dass ich dann zu den Personen gekommen bin, die ganz am Ende des Kolosserbriefs stehen und die dann zum Teil Grüße ausrichten sollen oder gegrüßt werden, also um diese Menschen. Und deswegen möchte ich euch diese Menschen oder dieses Team um Paulus, Paulus hat ja den Kolosserbrief geschrieben und der erwähnt dann also so etwa 10 Personen, und ich möchte euch zuerst mal dieses Team vorstellen. Wenn du vielleicht das einblenden könntest, so die nächste Folie. Genau. Also, das ist doch nett, oder? Also, Paulus könnt ihr natürlich erkennen. Das ist der schon etwas ältere, weise Apostel. Und dann gibt es, also wenn ihr jetzt Kolosser 4 lesen würdet, dann würden euch diese Personen begegnen. Und ich finde es sehr spannend, so ein bisschen, wenn man dann die Briefe studiert und mit der Apostelgeschichte vergleicht. Also was für eine Geschichte können wir auch rein zwischenmenschlich da herauslesen? Manchmal ist es ja auch eine Vermutung oder ist es ein höchstwahrscheinlich, war das so und so. Aber wie könnte man das rekonstruieren? Da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Also Paulus war, das ist ein Gefängnisbrief, der Kolosserbrief. Das heißt, Paulus hat ja mehrere Briefe im Gefängnis geschrieben. Es ist nicht hundertprozentig klar, ob das in Caesarea war, wo er 2 Jahre im Gefängnis war, oder dann in Rom. In Rom war es schon ein bisschen einfacher. Das lesen wir dann am Ende der Apostelgeschichte. Da durfte der Paulus, war er unter Hausarrest
Und ein Soldat hat ihn bewacht, aber er hatte schon mehr Freiheiten, man konnte ihn besuchen. Es wird vermutet, dass diese Briefe in Rom geschrieben worden sind. Und zwar der Kolosserbrief, der Epheserbrief und der Philemonbrief. Also drei Briefe, die in dieser Zeit entstanden sind. Und jetzt kommt der Epaphras, das ist dieser schön vollbärtige Mann, der so ein bisschen zu Paulus da hochguckt als Vorbild. Der Epaphras war der Gründer der Gemeinde in Kolossä. Man vermutet, Paulus war selber nie dort. Er war nie bei den Kolossern. Nie selber dort gewesen. Also das ist ja eine Gemeinde, also die Stadt gibt es heute nicht mehr, aber in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Und man vermutet, dass als Paulus in Ephesus war, da war er 2 Jahre lang, dass dieser Epaphras mal bei irgendeiner Predigt von Paulus sein Leben Jesus gegeben hat und zum Glauben kam. Und der Epaphras hat Paulus in Rom besucht. Und wir können davon ausgehen, dass, weil Paulus jetzt den Kolosserbrief schreibt, dass der Epaphras dem Paulus eben von dieser Gemeinde in Kolossä berichtet hat und der Paulus jetzt aufgrund der Informationen von Epaphras einen Brief an die Kolosser geschrieben hat. Und in dem Brief, da schreibt er ganz viel über Epaphras. Euer Epaphras ist ein Diener von Jesus, ist ein unermüdlicher Kämpfer. Das ist einer, der sich dafür einsetzt und der betet, dass ihr in eurem Glauben fest und reif werdet. Der schwärmt seiner eigenen Gemeinde von Epaphras vor. Was für ein Vorbild habt ihr hier? Und vielleicht noch ein Vers, Kolosser 4,13 könnt ihr dann gerne nachlesen. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Also da waren auch noch umliegende Gemeinden. Wahrscheinlich war der Epaphras Gemeindeleiter von mehreren Gemeinden. Also so ein richtiger Jüngermacher, jemand, der das ganz stark auf dem Herzen hatte, andere in Christus wachsen zu lassen. Das war der Epaphras. Jetzt kommt der unten mit dem Nordic Walking Stöcken, hätte ich fast gesagt, mit dem Wanderstock. Das ist Tychikus. Tychikus, das ist der Postbote, das ist der Kurier. Tychikus hat die Briefe, die Paulus geschrieben hat, dann nach Kleinasien gebracht, also zu den Ephesern, zu den Kolossern. Man vermutet übrigens, dass der Epheserbrief ein Brief an mehrere Gemeinden war. Also nicht nur, weil dort keine Namen erwähnt werden am Schluss. Ja? Also der Epheserbrief war wahrscheinlich so eine Art Rundbrief, der dann an ganz verschiedene Gemeinden geschrieben wurde. Epheserbrief, Kolosserbrief sind relativ ähnlich. Beim Kolosserbrief haben wir dann verschiedene Personen erwähnt und zum Philemonbrief sage ich auch gleich noch was. Also der Tychikus war der Kurier des Apostels. Eigentlich auch eine schöne Aufgabe. Ne? Und das ist heute natürlich per E-Mail-Klick oder WhatsApp hier mal kurz. Und es war natürlich damals was ganz Besonderes, von Rom nach Kleinasien mit 3 Briefen unterwegs zu sein und die da abzugeben, dass sie dort gelesen werden. Jetzt kommt der absolute Oberhammer, also das kann ich euch jetzt schon verraten, Onesimus. Onesimus, wer hat schon mal den Namen Onesimus in der Bibel gehört? Also ein paar auf jeden Fall. Der Onesimus war ein entlaufener Sklave. Der war bei einem Freund von Paulus, der hieß Philemon. Und Onesimus war ein Sklave, kann man alles lesen im Philemonbrief, der ist einfach abgehauen vom Philemon. Ein entlaufener Sklave, der wurde eigentlich normalerweise gekreuzigt, ja, wenn man den erwischt hat. Also richtig übel. Und vermutlich hat Onesimus, nachdem er geflüchtet ist von Philemon aus Kleinasien, gedacht, in der Weltstadt Rom findet mich niemand. Aber Paulus hat ihn gefunden oder er hat Paulus gefunden. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat offenbar Onesimus Paulus getroffen, hat sein Leben Jesus gegeben. Und jetzt schreibt Paulus dem Philemon einen Brief und schreibt hinein, du, dieser entlaufene Sklave, der ist bei mir gelandet. Und der ist, also Onesimus heißt nützlich, also diese Wortbedeutung von Onesimus. Und der war dir unnütz, aber er ist jetzt nützlich, weil er jetzt Jesus kennengelernt hat. Und Paulus schreibt dem Philemon, ich bitte dich, dass du, wenn ich dir Onesimus zurückschicke, was für ein Risiko. Ich schicke dir den Onesimus zurück, der hat
sozusagen Buße getan hat, sein Leben verändert, dass du Philemon den wieder aufnimmst und dass er ein Bruder von dir ist und nicht mehr ein Sklave ist. Und wenn dir irgendetwas zu Schulden, also wenn er dir etwas zu Schulden hat kommen lassen, wenn da dir Kosten entstanden sind, schreibt der Paulus, dann übernehme ich diese Kosten, ich bürge für diese Kosten. Es ist der Hammer, das hat mich richtig bewegt. Also das ist doch Evangelium pur, oder? Also diese Geschichten, und es ist wirklich spannend, und lest mal den Philemonbrief nach, wo das alles drinsteht. Wir wissen nicht genau, wie es ausgegangen ist. Wahrscheinlich, weil der Philemonbrief uns erhalten ist, hat der Philemon den nicht einfach zerrissen oder so, ja? Sondern der ist uns in der Nachwelt geblieben, und wir gehen mal davon aus, dass die Geschichte gut ausging und der Onesimus bei Philemon Gnade gefunden hat. Genau. Also letztendlich ein absoluter Hammer, was auch Paulus für eine Auswirkung auf diese ganze Mannschaft hatte. Dann gibt es noch einen Aristarch, das sage ich jetzt nichts dazu, der hat mir der Name nur auch gut gefallen. Dann Markus. Habt ihr gewusst, dass der Markus, der hier jetzt rechts oben ist, das ist der Johannes Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und der wird so erwähnt als der Vetter von Barnabas. Und da dachte ich, jetzt wird mir das klar. Paulus und Barnabas haben mal gestritten, um was? Und weil der Markus der Vetter von Barnabas war, war das ein bisschen Vetternwirtschaft. Ne? Weil der Johannes Markus, der hatte mal in der ersten Missionsreise, ist der mal abgehängt. Da hat er gesagt, ich gehe jetzt nicht weiter mit. Und dann wollte der später mal wieder mitgehen. Und dann hat der Paulus gesagt, der kommt mir nicht mehr mit. Und der Barnabas hat gesagt, doch, ich will, dass der noch mal eine Chance kriegt. Und dann haben sich Paulus und Barnabas so gestritten, dass sie auseinandergegangen sind. Und ich dachte, naja, wenn der Onkel, halt Onkelbeziehung und so weiter. Gell? Also das sind so diese Feinheiten. Johannes Markus, der dann aber eine Wertschätzung von Paulus bekommt. Also der hat dann später, im späteren Leben über den Johannes Markus wieder sehr positiv gedacht. Ja? Also interessant, was man dann auch so im Neuen Testament findet. Der Lukas, übrigens der nächste Apostel, der links neben dem Markus steht, ist der Autor des Lukas-Evangeliums. Lukas, der geliebte Arzt. Ein ganz treuer, der mir die ganze Zeit treu geblieben ist. Während Demas, den wir hier unten rechts sehen, den Paulus dort noch erwähnt, in einem anderen Brief später schreibt er, Demas hat mich verlassen und die Welt wieder gewonnen. Ja, also das heißt, auch das gab es, ja, dass Leute dabei waren eine längere Zeit und dann wieder abgefallen sind. Und ist es nicht herrlich, dass wir auch wenigstens eine Frau haben? Ich dachte schon, oh, jetzt euch das zu verkaufen mit nur Männern, aber seht ihr die Nympha da mit dem Kind? Ich habe einfach mal gedacht, ich mache da so ein Kind mal mit drauf, weil Paulus grüßt die Nympha, die eine Hausgemeinde hatte in Laodicea. Ist doch herrlich, oder? Also eine Leiterin einer Hausgemeinde. Und dem Archippus, das ist dann der letzte, in Kolosser 4,17 hat er gesagt, Archippus, verlasse den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Also in dem Brief auch eine persönliche Ermahnung an jemanden, also finde ich auch interessant. Muss man vorstellen, wir lesen jetzt hier einen Brief vor und da würde drinstehen, und Basti, jetzt habe ich noch ein Wort für dich. eben viele Grüße, Basti, an der Stelle. Mach das mal ein bisschen anders oder mach das so und so. Also so muss man sich das vorstellen. Ne? Also am meisten beeindruckt hat mich jetzt einfach der Paulus, weil durch das Leben von Paulus sehen wir an dieser Geschichte, an diesen Menschen, wie hat er die geprägt, wie hat er sein Leben für die hingegeben, wie hat er dafür gesorgt, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, dass Menschen im Glauben gewachsen sind, dass er sagt, hey, wenn da irgendwelche Kosten entstanden sind, ich zahle das. Was für ein Mann Gottes. Was für eine Sichtbarkeit des Evangeliums, das wir herauslesen können im Leben von Paulus. Und jetzt kommt so dieser Mittelteil meines Predigttextes, wo ich nur ganz drüber fliege, mehr oder weniger. Da kommt dann die Haustafel, also ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ihr Männer liebt eure Frauen. Die Überschrift ist, Paulus geht jetzt in verschiedene, also in den Bereich Familie rein, in den Bereich Arbeit rein und sagt, jetzt sage ich euch, in allen Bereichen eures Lebens, alles, was ihr tut, alles, was ihr sagt, was ihr tut, soll Christus sichtbar werden.
in der Familie, zu Hause, ja, mit den Kindern. Er hat eine Botschaft an die Kinder, er hat eine Botschaft an die Sklaven. Ich könnte jetzt eine extra Predigt über dieses Thema Frau, also Unterordnung und Männer liebt eure Frauen machen. Das wäre jetzt eine extra Predigt. Ich umschiffe das jetzt ein kleines bisschen. Es ist ganz spannend, wie man diese Stelle heute auslegen würde. Ich sage immer nur und schaue dann uns Männer an, lasst uns mal beginnen, unsere Frauen zu lieben und dann wird alles gut. Aber das war jetzt eine absolute Kurzform. Genau. Und das andere ist, über die Arbeit, ja, und das vielleicht auch mal ganz kurz, wenn du dran denkst, ob du jetzt eine geistliche Arbeit oder wenige geistliche Arbeit hast oder nur, dass der Pastor eine geistliche Arbeit hat, schreibt er in Kolosser 3, 23, worin auch immer eure Arbeit besteht, worin auch immer sie besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Das heißt, Jesus wird durch dein Leben sichtbar, wenn du deine Arbeit mit deinem Herzen, mit Exzellenz, ja, mit deiner Gabe, mit deiner Kompetenz ausübst, Punkt. Mehr ist dazu nicht zu sagen, da gibt es keinen Unterschied. Mache das mit großer Freude und gib da wirklich deine Kraft und deine Kompetenz rein. Jetzt möchte ich euch drei praktische Aspekte mitgeben, so auch in die Sommerpause, ja, die ja vor uns ist, zu diesem Thema Hauptsache, dass die Hauptsache durch unser Leben sichtbar wird. Das erste ist, lass dein Gesicht von der Hauptsache Jesus leuchten. Genau, das wäre die nächste Folie. Lass dein Gesicht von der Hauptsache Jesus leuchten. Ja, genau, passt. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr schon mal ein leuchtendes Gesicht gesehen habt. Also ich fand, die Rebecca hat richtig geleuchtet, als sie gesprochen hat vorher. Also Andi, du natürlich auch, ne? Ich war vor vielen Jahren auf einer größeren Konferenz und da war ein sehr inspirierender Sprecher dabei, ein sehr prophetischer Mann, und ich habe das wirklich geliebt und aufgesaugt, und der hat auch gesagt, bevor er kommt morgens und spricht, hat er schon mehrere Stunden gebetet. Dann habe ich gesagt, oh, du legst aber eine ganz schön hohe Latte auf. Okay, aber ich habe es dem abgenommen, wirklich Zeit in Gottes Gegenwart verbracht. Und an einem Morgen kam der zur Tür rein, und das habe ich vorher nicht mehr erlebt und hinterher nicht mehr erlebt. Und ich habe gesehen, wie dieses Gesicht von diesem Mann geleuchtet hat. Das ist wie wenn du eine Glühbirne im Gesicht angemacht hättest, so hat es gestrahlt. Man könnte jetzt sagen, ich habe es so wahrgenommen, okay? Ob das jetzt wirklich so war, aber ich habe es so wahrgenommen. Und es ist ja auch biblisch. Denkt mal an die Stelle, als Mose vom Berg Sinai zurückkam und die Israeliten Mose nicht anschauen konnten, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging, steht im 2. Korinther 3, 7. Muss ich dann nicht bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, neuer Bund, alle wir, Gottes Herrlichkeit nicht in einem noch größeren Maß sich zeigen? Also da muss man erstmal schlucken, oder? Also wenn du von Mose schon geblendet wirst, dann müssten wir noch mehr blenden. Dann müssten, unser Gesicht müsste noch mehr leuchten. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, ja? Das hat ja jetzt nicht mit der Helligkeit deines Gesichts zu tun, sondern ob Jesus daraus strahlt, um das geht es ja. Und im Neuen Testament heißt es, lasst euer Licht scheinen vor den Menschen. Gott, wenn wir den Segen sprechen, lass dein Angesicht leuchten über uns. Erhebe dein Angesicht auf uns. Es ist völlig normal, dass unser Angesicht mit Gott strahlt und leuchtet. Wenn wir das beten, dann passiert es auch. Und ich finde das richtig schön. Und sag doch mal zu deinem Nachbarn zur Ermutigung, habe ich dir heute schon mal gesagt, dass dein Gesicht richtig leuchtet? Also dreht euch mal kurz rum und ermutigt euch mal. Habe ich dir heute schon mal gesagt, dass du richtig leuchtest? Okay. Und jetzt kannst du ja sagen, du, nächste Woche drehe ich das Licht noch heller auf, okay?
als Team, als Doxadeo-Team, als Büroteam, da war Steffi dabei, war Silke dabei, Lissi Basti, waren wir im letzten Oktober in Südafrika. Und wir waren dort auch Teilnehmer an einer Konferenz. Und nach einer Session kam eine Frau auf mich zu, die ich überhaupt nicht kannte, und hat einfach gesagt, wie heißt du? Und ich sage, ich heiße Christoph. Okay, Christoph. Christoph, das war noch richtig so schön. Ich hab ein Wort Gottes für dich, ich habe einen Eindruck für dich. Ich so, oh, ja, jetzt wird es spannend. und dann hat sie verschiedene Dinge gesagt. Und ein Teil war davon, ich habe empfunden, wie du mit Jesus mehrere Tage in den Bergen verbringst. Und ich dachte, okay, nehme ich jetzt mal mit. Ist mir jetzt, genau, und dann war ich wieder zu Hause und habe das auch Bea erzählt. Und dann hat Bea mir immer so monatlich etwa mich daran erinnert, warst du eigentlich schon mit Jesus 3 Tage in den Bergen? Ich dachte, ich muss mal 3 Tage so rausschneiden im Terminkalender. Vor ein paar Wochen habe ich es gemacht. Ich war in den Bergen und es war herrlich. Ich habe wirklich gesagt, Jesus, weil du das gesagt hast, ich gebe dir 3 Tage. Einfach nur dir. Und ich habe dann einfach so gefragt, Jesus, was machen wir jetzt eigentlich 3 Tage? Und er muss es ja auch gestalten irgendwie, ne? Und wisst ihr, was mich am meisten gesegnet hat, war, jetzt kamen gar keine so hochgeistlichen Dinge, sondern Jesus hat gesagt, weißt du, ich will einfach nur 3 Tage mit dir zusammen sein. Ich will mit dir wandern, ich will mit dir im See schwimmen. Einfach nur das. Und es gab auch Momente, da habe ich seine Gegenwart gespürt, sogar körperlich, ja? Aber es war so ein Segen. Und also mir ist es wichtig, wenn ich predige, dass es keine so schlechtes Gewissen, man sollte jetzt das mehr, man sollte mehr Bibel lesen, man sollte mehr beten, sondern wenn Jesus sich danach so sehnt, wenn er sich so ausstreckt danach, könnte das eine Motivation sein, sein Angesicht mehr zu suchen, weil er es möchte. Und ich glaube, dass wir aus diesen Zeiten der bewussten Gemeinschaft mit Jesus erwarten können, dass unser Gesicht leuchtet, so wie Mose, nur noch besser, und andere Menschen das erkennen können, so wie wir es bei der Rebekka vorher erkennen konnten. Also ist der erste Punkt, lass dein Gesicht von der Hauptsache Jesus leuchten. Und das hat mit bewussten Zeiten zu tun, die wir mit ihm verbringen. Das zweite, lebe in Verbundenheit mit anderen, für die Jesus die Hauptsache ist. Das wäre die nächste Folie, super. Jetzt lesen wir mal dazu Kolosser 3, 16 bis 17. Habe ich auch als Folie dabei. Lasst die Botschaft von Christus, jetzt geht es so um unser Miteinander, bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder, singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Was Paulus jetzt in diesen, und das ist fast die beste Stelle, finde ich, im Neuen Testament, wo er eigentlich sowas wie einen Gottesdienst beschreibt. Es muss jetzt nicht ein großer Gottesdienst sein, es kann genauso eine Gemeinschaftsgruppe sein. Also da geht es darum, es kann sogar eine Zweierschaft sein, dass dort in diesem Miteinander, in dieser Verbundenheit von uns, denen die Hauptsache wichtig ist, ja, also die mehrere, denen Jesus als Hauptsache wichtig ist, wenn die zusammen sind und wenn wir da sozusagen mit unseren Gaben, mit unseren, also wenn dich da Jesus unter uns bewegt, dann profitieren wir total davon. Also lass die Botschaft von Christus, das hat mir da natürlich mit dem Wort Gottes zu tun, wir sollen einander ermutigen, wir sollen einander ermahnen, habe ich euch das Beispiel mit dem Archippus vorher gebracht, der Paulus hat es ja dann auch gemacht. Und jetzt möchte ich noch, und das ist jetzt extra auch fürs Lobpreisteam vielleicht nochmal, gell? Ich habe mich mal damit beschäftigt, jetzt schreibt Paulus von Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Das fand ich jetzt interessant, also geistliche Lieder steht in der Elberfelder drin. Was sind das denn für 3 Worte? Also Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Könnten wir sagen, das ist doch alles das Gleiche. Aber Paulus hat 3 verschiedene Begriffe. Ich habe mal geschaut, diese 3 griechischen Begriffe, die dahinter stehen. Also die Psalmen,
Das ist tatsächlich das Wort Psalmos, also auf Griechisch. Und es bedeutet, und da habe ich jetzt an den Benedikt gedacht, wörtlich eine Saite zupfen und die Saite berühren. Das ist der Ursprung von Psalmos. Und die Bedeutung des Wortes Psalmos hat sich vom Zupfen einer Saite dann weiterentwickelt dahingehend, dass das Instrument Psalmos heißt und später sogar das Lied, das aus dem Instrument heraus entstanden ist, der Psalmos ist. Total spannend, oder? Und wir können davon ausgehen, dass wenn Paulus schreibt, singt Psalmen, dann meint er einfach die alttestamentlichen Psalmen. Also ein gutes Kirchengesangbuch, könnte man sagen, oder schöne Schriftrollen, aber die haben das alles auswendig gekonnt. Wenn ich das sagen würde, Psalm 119 mal auswendig, jetzt hier, hast du 178 Verse. Ja? Aber wenn er sagt, sing Psalmen, dann haben die es mit Sicherheit, haben die auswendig ihre Psalmen gesungen. Das zweite Wort, Lobgesänge, das ist Hymnos. Auch schön. Eine Hymne. Das ist das Lob Gottes. Hier geht es um die Größe Gottes. Herrliche Macht und Kraft. Niemand kommt ihm gleich. Alle Ehre gebührt ihm. Und da könnte ich mir vorstellen, das waren natürlich dann auch moderne Lobpreislieder. Ja? Also die haben auch schon wahrscheinlich den Konflikt gehabt, den vielleicht manche von uns schon mal hatten, wie in der Kirche. Da kamen jetzt zu den Gesangbuchliedern auch neue Lieder dazu. Ne? Und jetzt kommen die geistlichen Lieder und das finde ich sehr interessant. Das griechische Wort heißt Ode, eine Ode. Und dieses Wort steht zum Beispiel auch in der Offenbarung 5, Vers 11, als die 24 Ältesten im Himmel dem Lamm ein neues Lied singen. Eine Ode ist ein neues Lied, ein aus dem Geist geborenes Lied, in einem Augenblick eine schöpferische, eine kreative Form. Das ist weder im Gesangbuch noch im Church Tools Songordner drin, sondern es ist ein neues Lied. Und ich denke, das ist ja der Hammer. Also neue Lieder, wir finden das hier, neue Lieder aus dem Geist geboren, müssen wir noch ein bisschen erforschen, wie wir das hier machen könnten. Ja? Neue Lieder zu singen in der, also ich glaube, dass es neue Lieder auf Deutsch gibt und ich glaube auch, dass es neue Lieder in einer anderen Sprache gibt. Es ist einfach dieses aus dem Geist herausgewirkte Singen. Ich liebe das. Und das ist diese Gegenwart Gottes auch unter uns, die Paulus beschreibt. Und dann gehen wir nach Hause und sind sowas von aufgestellt. Ja, die Schweizer sagen, da bin ich aufgestellt, ja, da bin ich ermutigt, weil ich mit meinen Geschwistern einfach zusammen dieses Wort Gottes erlebt habe, wie es sich bewegt hat, wie der Geist Gottes sich bewegt hat. Und der nächste Vers heißt dann, alles, was er sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich aus dem evangelischen Jugendwerk komme und eine Freundin von mir hat mal zu diesem Vers ein Lied geschrieben. Und wenn du mal vielleicht die nächste Folie einblendest, genau, das ging so, alles, was er sagt und alles, was er tut, das tut für ihn. Tut alles in seinem Namen und dankt Gott durch ihn. Noch einmal, alles, was er sagt, ihr könnt mitsingen. Und alles, was er tut, das tut für ihn. Tut alles in seinem Namen und dankt Gott durch ihn. Genau, das ist eigentlich eine schöne kreative, also so mal ein Text einfach in ein Lied umzuformen, ja, und dann schwingen wieder andere Dinge mit, also finde ich sehr schön. Zurück zu dieser Gemeinschaft mit anderen, von der wir profitieren. Ich darf seit einigen Monaten in der Automobilindustrie sogenannte Soft-Skill-Trainings machen, also so Kommunikationstrainings, melden sich dann Ingenieure an und ITler und Controller und alles Mögliche und ein Training hatte ich auch diese Woche wieder, das hieß Entscheidungen treffen und überzeugend vertreten. Und dann hat die Gruppe, also es sind dann 12 Teilnehmer, die Aufgabe, eine Situation aus ihrem Arbeitsleben, wo sie eine Entscheidung treffen mussten oder argumentieren mussten für einen Standpunkt, einzubringen und das in der Gruppe zu üben. Dann kam ein Mann auf mich zu und der hat mir gesagt, du kannst mir kurz helfen, ich habe kein geeignetes Beispiel.
Und dann habe ich mich kurz daran erinnert, es fiel mir einfach so kurz ein, dass er am ersten Tag gesagt hat, er hat ein bisschen eine Herausforderung, also bei der Erwartungsabfrage für das Trainingsseminar, macht man immer so schön, was erwartest du von dem Training? Und dann hat er gesagt, mein Problem ist, dass ich ganz gut Entscheidungen treffen kann, aber nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, dann zermartere ich mir den Kopf. Ich stelle mir die Fragen, ich werde unsicher, ich hinterfrage mich selber die ganze Zeit. Ich mache mich fertig. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wow, wie wäre es, wenn ich ihm vorschlage, dass wir jetzt eine Fallberatung machen mit allen Teilnehmern und er stellt sein Beispiel vor. Und er hat gesagt, ich bin dabei, ich mache das. Er stellt sein Beispiel vor und da seht ihr mal, was das für eine tolle Möglichkeit ist. Ne? Er stellt sein Beispiel vor und das wird ja dann richtig psychologisch, gell? Wie denkst du über dich? Warum zweifelst du dich selber an und so weiter und so fort? Und die Teilnehmer haben die Aufgabe gehabt, also er hat seinen Fall vorgestellt und dann durften alle mal frei denken, was sie machen würden. Und dann haben wir Lösungsvorschläge gesammelt. Und das war so wertvoll, was von verschiedenen Personen gekommen ist, an wirklich sehr praxisnahen, guten Vorschlägen. Und der war richtig happy und hat gesagt, ich nehme so einen Schatz mit nach Hause, ganz praktische Vorschläge. Und ich dachte, das hat mich so ermutigt und um wie viel mehr müsste eigentlich unser Zusammensein, ja? Ein jeder hat etwas, diese Ermutigung, diese Ermahnung, dieser Austausch. Ich sage mal dir, wie ich es mache, du musst es nicht so machen, aber ich, dieses Teilhaben aneinander, boah, wie viel kann das dazu führen, dass Jesus durch unser Leben sichtbar wird, indem wir auch Dinge nicht allein tun müssen, sondern dass wir hier wirklich auch uns als Brüdern und Schwestern ermutigen und ermahnen und Dinge miteinander teilen und uns Rat geben. Das ist so das Zweite. Und das Dritte wäre noch, lebe die Hauptsache und rede darüber. Und da gibt es ein paar ganz schöne praktische Verse in Kolosser 4, 5 bis 7. Da heißt es, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Für mich eines der besten Beispiele im Neuen Testament, wie wir unseren Glauben leben können nach außen. Also nicht plump Leute irgendwas überstülpen, sondern verhaltet euch klug. Ja, das eine ist dieses Klugsein, dann die Gelegenheit erkennen, mit dem Glauben zu bezeugen, es dann auch mutig machen und freundlich, mit freundlichen Worten und mit Weisheit gewürzt und dann aber auch Antworten geben können, wenn man gefragt wird, finde ich total, total super. Gebe ich euch nochmal als Aufgabe mit, mal darüber zu meditieren. Und wisst ihr, jetzt mal ganz praktisch in dieser Woche, ich überlege immer, wie ich mich vorstelle, wenn ich so ein Training mache in der Automobilindustrie. Das sage ich ja, ich war Förster, das kommt immer gut an. Ne? Kommt immer gut an. Wow, super, wollte ich auch werden und so. Pastor, buh, sagt man das heute noch? Oder wird das gleich so ein bisschen, oh, hoffentlich macht er da mit uns nichts und so. Und ich habe das immer dann, ich habe dann irgendwie gedacht, oh, das sage ich jetzt nicht so. Ne? Ich bin jetzt ganz weise und das ist so ein Teil, den ich jetzt nicht verrate von mir. Dann kommt einer beim Training und sagt, nach meiner Vorstellung, du, ich habe dich gegoogelt. Hey, du bist doch Pastor, oder? Okay. Okay. Und ich sage, wie gegoogelt? Ha, man bereitet sich halt gut vor auf so ein Training. Man schaut mal, wer da kommt und so, ne? Und wer da vor einem steht. Also, ich habe einfach gesagt, ich bin, der ich bin. Ne? Sei, wer du bist. Das ist genau das, nicht jetzt irgendeine Botschaft rüberbringen, sondern ich stelle mich hin und bin der, der ich bin. Und ich erzähle von Gott und dem, was er in meinem Leben tut, weil es ganz natürlich ist, weil es zu mir gehört. Ja? Und das spricht dann. Es spricht das, wenn ich über Gott erzähle und was ich mit ihm erlebt habe, wenn ich es bin. Ja? Das ist sozusagen die Kanzel, das ist die gute Möglichkeit. Und wenn man natürlich dann gefragt wird, und da kam der ja wie und Pastor und so weiter, und dann war das natürlich eine Möglichkeit, ihm das auch zu sagen. Also auf der einen Seite Weisheit, auf der anderen Seite diese Gelegenheiten, eine der stärksten, und da könnt ihr schon kommen als Lobpreisteam,
der schönsten Geschichten, die ich erlebt habe, war, als mein Sohn, das ist schon jetzt noch ein bisschen her, der war Fußballer, hat von Bambini bis B-Jugend Fußball gespielt und wir haben in dieser Zeit sehr viel mit den Eltern der anderen Fußballer connecten können und es waren so tolle Begegnungen und Glaubensgespräche, die ich in dieser Zeit auch führen konnte, weil wir so natürlich mit den Eltern bei Fußballspielen und bei Turnieren und so zusammen waren. Und einer von denen, mit dem wir uns dann angefreundet hatten, habe ich mal meinen Sohn abgeholt, der mit seinem Sohn gespielt hat. Und der hat dann irgendwie gesagt, ah, er ist krank und ihm geht es gar nicht so gut. Und da habe ich so gesagt, ja, da wünsche ich dir gute Besserung. Und da bin ich wieder weggefahren und dann war es wie der Heilige Geist sagt, dreh nochmal um und frag, ob du für ihn beten kannst. Oh. Okay, ich habe es gemacht, ich war gehorsam. Und das ist jetzt so eine Gelegenheit, wo dann auch der Heilige Geist uns hineinbringt. Ja, das muss es nicht jedes Mal sein. Aber wenn du so einen deutlichen Eindruck kriegst, ich bin zurückgekehrt, ich habe nochmal geklingelt und gesagt, du wunderst dich jetzt vielleicht, warum ich nochmal hier vor der Tür stehe. Aber ich wollte dich fragen, ob ich für dich beten kann. Ich habe selten eine Tür schneller aufgehen sehen als die. Ja, komm rein. Komm rein. Der hat mir alles erlaubt. Ja, darf ich meine Hand auf deine Schulter legen? Alles erlaubt. Bete, bete. Der hat es einfach gebraucht. Ja? Und dann habe ich das gemacht. Seine Frau war dabei. Dann haben wir eine Stunde über Jesus gesprochen. Einfach, was ich mit Jesus erlebt habe. Und ich habe dann ein paar Tage später, habe ich dann mit der Frau von ihm nochmal telefoniert und habe so ein bisschen gefragt, ist irgendwas passiert? Ist irgendwas besser geworden? Und dann hat sie gesagt, ja, er ist jetzt nicht von jetzt auf nachher krank geworden, aber weißt du was, mich gewundert hat? Mein Mann war immer so zynisch. Der war immer so hasserfüllt, weil der hat seine Mutter auf eine ganz schlimme Art verloren. Und das hat er irgendwie Gott krumm genommen und hat gesagt, wenn du meine Mutter so sterben lässt, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Und dieser Zynismus ist nicht mehr da, hat sie gesagt. Der ist einfach weg. Also du hast irgendwas ist passiert. Es ging jetzt nicht um diese äußere Krankheit. Das war jetzt gar nicht so das Ding, aber da ist in seinem Herz was passiert. Und ich denke, wow. Mensch, Jesus, was haben wir für Möglichkeiten, dich sichtbar zu machen? Was haben wir für Möglichkeiten, Menschen mit deiner Liebe zu berühren? Und ich möchte euch diese drei Dinge noch mitgeben. Auch vielleicht jetzt gerade für die Sommerpause, um unser Leben sichtbar zu machen für Jesus, ist die Frage, wie viel, und das sagt ja Jesus auch in der Bergpredigt, also was der Vater im Verborgenen tut, ja, das ist das, was euch ausmacht. Wenn du in dein Kämmerlein gehst, wenn du die Tür zuschließt. Also wie kommt unsere Lebenssubstanz aus dieser Verborgenheit mit Jesus, wo wir dann ja, möglicherweise leuchtend rauskommen, ja, weil wir Jesus begegnet sind. Oder dieser Segen, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, einer Verbundenheit mit Menschenleben, für die Jesus die Hauptsache ist. Und das Dritte, wie ich es gerade gesagt habe, mit unserem Leben Jesus sichtbar machen und so als Leitlinie Kolosser 4, 5 bis 7 uns klug verhalten, nicht plump, liebevoll, aber im richtigen Moment mutig. Und das wünsche ich euch und das segne ich uns. Und ich möchte jetzt beten und euch einladen, nochmal aufzustehen, dass auch der Geist Gottes über diesen drei Dingen mit dir, mit mir brüten kann und wir unser Herz da einfach hinhalten. Jesus, danke für dein Wort und danke, dass du die Hauptsache bist. Und danke, dass wenn die Hauptsache in unserem Leben ist und wenn wir verwurzelt sind in dieser Hauptsache und wenn wir auch nichts anderes brauchen, sondern wenn deine Hauptsache genug ist, dann müsste doch die Hauptsache durch unser Leben sichtbar sein. Aber wir wollen das nicht nur in unserem Kopf analysieren, dass es so sein müsste, sondern wir danken dir, Herr, dass du durch deinen Geist dafür sorgst, dass es auch einfach so ist und dass es auch nicht kompliziert ist und dass du jetzt auch zu jedem hier in diesem Raum
durch deinen Heiligen Geist reden kannst und das Herzen bewegen kannst. Vielleicht, Jesus, so wie es bei mir auch war in diesen Tagen, einfach nur diese Nähe, es ist so schön, mit dir Zeit zu verbringen oder mit anderen Zeit zu verbringen, wo es um mich geht. Oder einfach auch diese Ermutigung von Jesus, sei doch einfach der, der du bist, wenn du mit anderen zusammen bist. Wir sollen uns des Evangeliums nicht schämen. Danke, Jesus, dass du durch dieses Wort mit uns brütest, dass du es lebendig erhältst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Geist Gottes, komm und bewege dich.